liebe dich. Und ich wünsche, dass alles so wird wie vorher. Das wünsche ich mir auch. Der Mitarbeiterstand muss genauso bleiben, wie er ist, sowohl hier als auch bei Avatex. Ich denke, das wird sich machen lassen. Zumal beide Posten ja zeitlich begrenzt sind. Wie kommen Sie denn darauf? Sie wollen die Leitung Ihrer Firmen etwa dauerhaft in andere Hände legen? Ja, so ist es. Ich habe vor, Düsseldorf für immer zu verlassen. Aber du reist jetzt nicht wegen Robin vorzeitig ab. Das ist wohl das Einzige, was dich bewegt. Darüber reden wir noch, wenn ich aus Hamburg zurück bin. Was hast du denn geträumt? Du hast Svens Namen gerufen. Was hast du denn von ihm geträumt? Kannst du dich nicht erinnern? Ich habe von deiner Verhaftung geträumt. Dass sie dich im Gefängnis zusammengeschlagen haben. Im Krankenhaus. Es ist ja jetzt Gott sei Dank alles vorbei. Nur... Was hatte dein Traum mit Sven zu tun? Hast du Angst vor ihm gehabt? Angst? Ich hatte keine Angst. Ich habe geträumt, dass Sven dir nicht geholfen hat. Und dass ich mich mit ihm gestritten habe. Es tut mir so leid. Was du alles wegen mir durchmachen musstest. Weißt du was? Ich mach dir jetzt erstmal eine heiße Milch mit Honig. Hm? Ja. Ja, dann nochmal vielen Dank für die Einladung, Frau von Weinbach. Sie sind uns jederzeit herzlich willkommen. Ja, dann gute Nacht. Schlaf gut. Gute Nacht. Ist sie nicht dein Schatz? Mhm, genau wie du. Mhm. Was machst du? Ich trage My Lady über die Schwelle, wie sie es gehört. Wow. Mhm. Was für ein schönes Bild. Oh, hallo Mama. Bonsoir, Chérie. Wie war's bei Tante Camilla? Das erzähle ich dir in aller Ruhe. Sie wollten sich bestimmt gerade verabschieden, Nisper. Du wirst sehen, danach schläfst du wie ein Baby. Was soll das denn? Ich will heim. Jetzt? Es ist mitten in der Nacht? Ja, und? Was ist denn los mit dir? Gefällst du denn hier gar nicht? Ich kann mich hier nicht entspannen. Ist mir einfach alles zu viel. Was? Deine Zeit im Gefängnis. Isabel. Die Sache ist doch jetzt ausgestanden. Du musst keine Angst mehr haben. Nichts und niemand kann uns mehr trennen. Ich bin nicht so stark, wie du denkst. Das erwarte ich auch nicht von dir. Ich werde noch eine Weile brauchen, bis ich nicht mehr an den ganzen Wahnsinn denken muss. Du hast alle Zeit der Welt. Ich dachte, die Hütte, die Ruhe, wir zwei ganz alleine. Dass dir das gut tut.
Es funktioniert aber nicht. Komm. Wir gehen wieder schlafen, hm? Gute Arbeit in der kurzen Zeit. Einige Kandidaten sind ganz neu in der Datei. Na, es sind ein paar interessante Lebensläufe dabei. Wollen wir hoffen, dass wir einen passenden Vertreter für Sie finden. So ein Label zu leiten ist etwas anderes als ein normales Unternehmen. Ich werde mir das später mal in Ruhe ansehen. Wie sieht's denn mit einem Geschäftsführer für Arbatex aus? Haben Sie da schon jemanden im Visier? Ich schicke Ihnen die Unterlagen zu, aber einfach wird das auch nicht werden. Ja, ich weiß. Arbatex ist ein großes Unternehmen. Sie sollten sich auch auf dem internationalen Markt umsehen. Da sitze ich mit meinen Leuten schon dran. Schön. Schließlich suche ich jemanden, der Arbatex länger als ein paar Monate leitet. Genau wie BBM. Also gut. Bis dann. Auf Wiedersehen, Herr Winkler. Tag. Sag mal, habe ich das eben richtig gehört? Du suchst eine langfristige Vertretung für Basic Beat Music? Hallo, Papa. Eigentlich wollte ich dir das erst erzählen, wenn alles unter Dach und Fach ist. Ich dachte, du wolltest nur ein paar Wochen Urlaub machen. Nein. Ich werde Düsseldorf auf unbestimmte Zeit. Also eure Streitigkeiten sind jetzt endgültig beiseite gelegt, ja? Ja. Tante Camilla hat endlich eingesehen, dass sie das Testament nicht anfechten kann. Und was wird jetzt aus dem Schloss? Es gehört uns. Chapeau. Merci, merci. Sage mal, du könntest doch dort einziehen. Ich meine, auf Schönberg bist du ja nur zu Gast. Ist doch auf Dauer kein Zustand. Ja, mal sehen. Allerdings müsste es dringend von innen saniert werden. Tante Camilla hat ja nichts machen lassen. Darum könnte ich mich doch kümmern. Nein, nein, das übernehme ich. Ja, aber dann müsstest du ja die ganze Zeit hier bleiben. Und? Wird das so schlimm? Nein, aber du hast doch sicher in Paris viel zu tun. Ach, das kann ich von hier aus erledigen. Oder möchtest du mich unbedingt schnell wieder loswerden? Nein. Ja, wenn ich alles in die Wege geleitet habe, kann ich nach Paris zurück. Jetzt müsste ich nur eine Firma finden, die sich auf das Sanieren von Schlössern versteht. Das können wir heute Mittag zusammen machen. Sage mal, wie wäre es denn mit deinem Freund, diesem Maurerburschen? Ich glaube nicht, dass er neben seinem Studium noch Zeit dafür hat. Oh, bestimmt möchte er sich ein paar Mark dazu verdienen. Als Student. Also hör mal, Brandnerbau wäre doch wirklich ideal. Die haben schon des Öfteren solche Aufträge ausgeführt. Ja. Na wunderbar. Da kann er schon gleich mal sein Taschengeld aufbessern. Wir werden dich ganz schön vermissen. Andererseits, wäre ich in deiner Situation, vielleicht würde ich genauso handeln. Erstmal weg von ihm. Ich habe mir das wirklich gut überlegt. Und hast du schon konkrete Pläne, was du machen möchtest? Ach, wenn ich den ganzen Geschäftskram erledigt habe, dann will ich erstmal rumreisen. Ich habe ja noch nicht so viel gesehen von der Welt. Du, ich habe jetzt gleich noch ein Meeting. Vielleicht können wir später noch was essen gehen, oder? Ach, heute ist schlecht. Ich habe noch ziemlich viel zu erledigen und später wollte ich endlich mal wieder ausreiten. Schön. Dann vielleicht morgen oder übermorgen? Ich rufe dich, ja? Marie, ich bin so stolz auf dich. Du hast so viel Leid ertragen müssen. Erst Henning, dann das mit Marc. Aber wie du in der letzten Zeit dein Leben in den Griff bekommen hast, alle Achtung. Ja, Papa. Na, du brauchst gar nicht so bescheiden sein. Ich wünsche mir so sehr, dass dir die Zeit gut tut. Das wird sie bestimmt. Und vielleicht kannst du ja eines Tages wieder glücklich sein. Und vergiss nie, ich werde immer für dich da sein. Egal, was passiert. Du bist der beste Vater, den es gibt. Marie? Ist alles in Ordnung. Wirklich? Ja, wirklich. Ich rufe dich an, ja? Ja, gut.
Das ist interessant. Ja, also was meinst du? Können wir den Auftrag noch annehmen? Ein paar Leute hätte ich noch frei. Nur die Bauleitung. Aber wenn du die übernimmst, könnte es morgen schon losgehen. Ich? Robin, Studium ist graue Theorie. Das Praktikum musst du ja sowieso irgendwann mal machen. Warum also nicht gleich? Ja, Mann, Arno, aber Bauleitung, das ist einfach eine Nummer... Das ist genau die richtige Nummer für dich. Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Du packst es. Außerdem, wenn es brennt, bin ich ja auch noch da. Hm? Ihr entschuldigt mich. Robin, wenn du das nicht machen willst, dann kann ich auch eine andere Firma suchen. Ja, ich werde schon irgendwie mit deiner Mutter klarkommen. Naja, sie war nur bis jetzt nicht gerade freundlich zu dir. Ja, solange sie akzeptiert, dass wir zusammen sind, ist doch alles in Ordnung. Hm? Hm. Guten Morgen. Morgen. Ich pack dann schon mal aus, ja? Ja. Ich dachte, ihr seid am See. Ach. Die Hütte sah auf dem Foto besser aus als in Natura. Habt ihr euch gestritten? Nein, überhaupt nicht. Nur ihr Verhalten in letzter Zeit. Was ist damit? Kannst du mir mal sagen, was mit dir los ist? Mal ist sie total relaxed und von einer Sekunde auf die andere völlig am Boden. Tja. Ich komme gar nicht mehr so richtig an sie ran. Sie verschließt sich regelrecht vor mir. Kannst du denn nicht mal mit dir... Du bist doch ihre Freundin. Noch einen Kaffee oder Frühstück? Nee, ich lasse euch lieber mal alleine. Tschüss, Anna. Ciao. Ich halte es nicht mehr aus. Hey. Er war so lieb zu mir und ich war so ekelhaft. Du hast es ihm nicht gesagt. Nee. Ich muss ständig an diese Nacht mit Sven denken. Die ganze Zeit. Ja, die Pläne sind aber auch schon museumsreif. Ist aber gute Arbeit. Ja, wenn unsere Vorfahren nur nicht so geizig gewesen wären. Wenn man am falschen Ende spart, wird es nur noch teurer. Ja, aber soweit ich das sehen kann, müsste das eigentlich alles zu machen sein. Vraiment? Ja. Ja, ich meine auch die Bäder? Ja, Carrara-Marmor, Ebenholz, das ist überhaupt kein Problem. Ah. Und die Kamine nach den Originalzeichnungen, also... Wunderbar. Ich wusste, Sie sind der richtige Mann dafür. Wenn ich Ihnen das hier noch zeigen dürfte... Was ist das? Das sind Fotos von Schlössern und Landhäusern, die Brandnerbau bisher... Nein, nein, lassen Sie es mal gut sein. Ich verlasse mich da ganz auf Sie. Okay. Ich kann ja später mal einen Blick reinwerfen. Ja gut, dann komme ich einfach heute Nachmittag mit zwei Männern vorbei und bereiten für morgen alles vor. Très bien. Super. Frau de Marant? Oui? Was soll ich denn mit den Hunden machen? Ja, dann werde ich mal einen kleinen Spaziergang machen mit den Hunden. Schön, dass ihr euch besser versteht. Hallo. Oh, Florian, mit dir haben wir erst morgen oder übermorgen gerechnet. Isabel geht's nicht so gut. Da sind wir früher nach Hause. Was ist denn passiert? Ach, nichts Besonderes. Isabel geht die Sache mit meinem Gefängnisaufenthalt immer noch ganz schön nah. Und das heftiger, als ich dachte. Naja, eine Zeit lang hat's ja wirklich nicht allzu gut für dich ausgesehen. Ich weiß. Muss schon etwas Geduld mit dir haben. Hab ich ja. Sag mal, habt ihr in der letzten Zeit einen Krach zwischen Isabel und Sven bekommen? Oder hat sie irgendwas angedeutet? Wieso? Isabel hat sowas erzählt, nachdem sie im Schlaf Svens Namen gerufen hat.
Na, Gott sei Dank. Ich dachte schon, der wäre was zugestoßen. Wir telefonieren morgen, ja? Gut, gut. Also dann, bis morgen. Tschüss. Tschüss. Elisabeth. Ja? Zwischen Sven Hübner und Isabel. Hast du da was mitbekommen? Nein. Weiß nicht. Bist du in Ordnung? Ja. Mein Vater war vorhin hier. Ich habe ihm von meinen Reiseplänen erzählt. Du wirst also doch verreisen? Ja. Finde ich gut, dass du das jetzt durchziehst. Wer weiß, wie lange man... Nach dem heutigen Stand der Medizin kann es viele Jahre so gehen. Ich möchte meinen Eltern nicht permanent etwas vorspielen müssen. Sie wissen immer noch nichts von deiner HIV-Infektion? Nein. Und so soll das auch bleiben. Aber glaubst du nicht, dass sie Verständnis dafür hätten? Sie würden mich wie ein rohes Ei behandeln. Und das mag ich nicht. Es wäre besser, wenn du ihnen... Nein! Sie haben im Augenblick ihre eigenen Probleme. Da will ich nicht auch noch ankommen. Wenn ich nur wüsste, was sie hat. Und dass sie jetzt auch noch für längere Zeit verreisen will? Ist im Grunde eine gute Idee, nur ich dachte, dass es ihr langsam wieder besser gehen wird. Aber sie ist sowas von ängstlich und angespannt, bricht bei der kleinsten Kleinigkeit in Tränen aus. Ich verstehe das einfach nicht. Hennings Tod. Und deswegen will sie hier weg? Und alles aufgeben? Das passt doch nicht zu ihr. Heute Morgen in ihrem Büro, da hatte ich wieder dieses merkwürdige Gefühl. Was denn? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, sie verschweigt uns etwas. Und was könnte das sein? Tja, wenn ich das wüsste. Hast du eine Ahnung, was sie hat? Nein. Ich weiß es auch nicht. Danke, bis später. Na, wie habe ich das hinbekommen? Mhm. Elisabeth. Wo bist du denn mit deinen Gedanken heute? Entschuldige, ich muss an Florian und Isabel denken. Sag mal, ist dir was Merkwürdiges zwischen den beiden aufgefallen? Zwischen Florian und Isabel? Nein, zwischen Isabel und Sven. Ich fahre mal zum Lager. Robin, brauchst du nicht. Wieso das denn? Sie laden die Sachen jetzt gerade auf. Du kannst direkt zum Schloss fahren, sie warten dort auf dich. Das ist mein Service. Ja, was denkst du? Also, bis später. Ja, überarbeite dich nicht. Jetzt? Wir laden die Sachen heute nur ab und morgen früh fangen wir richtig an. Also tschüss. Tschüss. Elisabeth, ich hab dir doch schon gesagt, dass mir nichts aufgefallen ist. Isabel benimmt sich in letzter Zeit aber schon etwas seltsam. Weißt du, neulich... Ihr Freund saß im Gefängnis. Ganz plötzlich, völlig unschuldig. Das ist ein Schock, den man erstmal verarbeiten muss. Das kann Wochen dauern. Hallo, Marie. Das ist nicht gerade der Ort, an dem man sich zufällig trifft. Ja, Martin hat mir gesagt, wo ich dich finde. Dann weißt du sicher auch schon über den Rest Bescheid. Deine Reisepläne, ja. Findest du es nicht ein bisschen verfrüht? Ich brauche einfach mal einen Tapetenwechsel. Kannst du das nicht verstehen? Doch.
Aber sonst ist alles in Ordnung. Klar, wieso nicht? Naja, vor kurzem hattest du noch Sorge, HIV-positiv zu sein. Ich bin's aber glücklicherweise nicht. Nein, aber besonders glücklich wirkst du nicht. Ihr müsst euch nicht permanent Gedanken über mich machen, weder du noch Martin. Wenn man dich so anguckt, dann glaubt man gar nicht, dass du eine gute Reiterin gewesen bist. Was soll das denn heißen? Dass du es mir beweisen musst. Nichts leichter als das. Danke, Jungs. Den Rest bringen wir einfach morgen mit, ja? Okay. Ciao. Frau de Maron. Wie sieht's hier denn aus? Wie auf einer Baustelle eben. Der ganze Dreck muss augenblicklich weg. Wir fangen morgen früh damit an. Dass es hier in den nächsten Tagen ein bisschen schmutziger sein wird, daran müssen Sie sich wohl gewöhnen. Ich gewöhne mich an gar nichts. Morgen kommen Freunde von mir, die wollen das Schloss besichtigen. Ich möchte nicht, dass es hier aussieht wie in einem Schweinestall. Ich habe meine Männer aber gerade weggeschickt. Wie sie das Zeug wegschaffen, interessiert mich nicht im Geringsten. Das würde jetzt aber Stunden dauern. Sie haben die Zeit, ich habe das Geld. Wofür bezahle ich Sie eigentlich? Außerdem bin ich jetzt gleich mit Cécile verabredet. Dann sollten Sie weniger reden, sondern endlich anfangen. Cécile wird bestimmt Verständnis dafür haben. Paul? Silvia! Was ist passiert? Wie? Mein Kopf. Oh Gott. Scheiße. Hilf mir. Komm, dann bitte, nimm doch Platz. Ja, ist ja schade, dass euer Ausflug nicht so war, wie ihr euch das vorgestellt hattet. Hm. Naja, wenn es nicht geht, dann ist es besser, man lässt es. Übrigens, Florian hat mir von dem Traum erzählt, den du letzte Nacht hattest. So wirres Zeug, das hat ja jeder mal. Ja, komisch, ich musste heute noch mal an den Abend in deiner Wohnung denken. Als du mit Sven alleine warst. Wir haben zusammen gegessen. Ich kann auch oben in Florians Zimmer auf ihn warten. Sag's ihm dann einfach Bescheid, wenn er da ist. Isabel? Ja? Was ist zwischen dir und Sven passiert?